Es geht dann also doch. Nach 13 Niederlagen in Folge erkämpft sich der SVG Celle einen Sieg gegen die Vipers aus Bad Wildungen. Zu Beginn der Partie wäre wohl kaum einer bereit gewesen, sein Monatsgehalt auf den Sieg der Gastgeberin zu wenden. Den Abstieg vor Augen zeigen die Zellerinnen aber von der ersten Minute an, dass sie bleiben wollen. Sie spielten eine starke erste Halbzeit und konnten mit einem wohlverdienten 17:13 in die Pause gehen. In der zweiten Hälfte lief es dann nicht mehr so rund und die Vipers krochen bis auf einen Punkt an ihre Gastgeber heran. Am Ende konnten die Zellerinnen aber mit 26:24 den Sieg nachholen. Also das war echt ein wichtiger Sieg. Wir haben uns gut darauf vorbereitet, wir waren top motiviert. Das ist alles, was zählt. Dass wir mehr Tore geworfen haben als die auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind von Anfang an, waren wir konzentriert dabei, wir sind gleich weggezogen und haben einfach die Führung nicht mehr aus der Hand gelassen. Und wir hatten keinen Bruch. Beziehungsweise kein Bruch, der uns irgendwie das Genick gebrochen hätte oder so, sondern wir haben konzentriert und ruhig weitergespielt und das war das, was wir in den letzten Spielen leider nicht geschafft haben. Sehr erleichtert. Also ich glaube, alle, die ganze Mannschaft hat dafür hart gekämpft und das war schon schön heute. War gut spannend. Ja, ich denke, dass wir erst halbzeit ganz gut gespielt haben, dann vorne auch das endlich mal sehr effektiv gespielt und insgesamt eine gute Abwehrleistung, Robert gut gehalten und zusammen das Paket, das war, passte dann auch. Und wir hatten eigentlich also bei 18-16 nochmal eine kritische Phase, das stand ziemlich lange da, wenn die Bildung da auf einen rangekommen wäre, dann wäre es ein bisschen kribbelig geworden. Wir werden weiterkämpfen, ne? Also wir müssen natürlich, wir haben schwierige Spiele, wir müssen hoffen, dass die Konkurrenz nicht punktet. Aber vielleicht ist das jetzt auch so befreiend und eine Initialzündung für die Mannschaft.